Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Secret of the Magic Crystals. So, und ab dafür das gleiche wie immer von vorne. Und heute habe ich mir mal als Thema überlegt, ich habe übrigens bis gerade eben noch, also wir haben ja auch wieder bis abends, habe ich überlegt, über was könnte ich denn überhaupt reden? Mir fallen in letzter Zeit sehr, sehr wenig Themen ein, weil ich hier eigentlich immer alles so wild durcheinander und einfach reinballer, was mir einfällt. Und jetzt nach, was kitzelt mich denn da im Bart? So. Nach den ganzen Folgen, die ich bis jetzt schon gemacht habe, muss ich sagen, fällt mir immer weniger ein, weil ich noch so einfach mal daher quatschen kann. Zudem möchte ich nicht alles raushauen, weil ich ja wie gesagt demnächst vorhabe, auch da ich jetzt eine Webcam habe, ein paar Logs zu machen, regelmäßige. Und daher ist das heutige Thema auf Bücher gefallen. Ich dachte mir, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, welche Filme jeder von uns wohl so guckt, beziehungsweise ich gucke, hätte gerne auch von euch gewusst, was ihr so guckt. Aber leider schreibt ja keiner in die Kommentare. Schreibt! Ja, deswegen habe ich mir überlegt, über Bücher zu reden, die ich gerne lese. Und ja, da können wir direkt mal anfangen. Also generell lese ich eigentlich nur Fantasy-Romane. Und auch da nicht alle. Das hält sich arg in Grenzen, also in letzter Zeit. Oder was heißt letzter Zeit? Ist eigentlich jetzt schon, ich glaube, über ein Jahr oder so, lese ich eigentlich nichts anderes als Warhammer-Bücher. Und ich lese sie auf Deutsch. Daher habe ich auch mal wieder alle durch, die auf dem Markt momentan sind, weil es sind halt immer nur so ein paar. Und ja, die habe ich auf jeden Fall alle durch, weil das Warhammer-Universum finde ich extrem geil. Nicht nur, weil ich Warhammer selber spiele. Wir machen übrigens mal einen Waldlauf. Prösterken. Lecker. Sehr lecker. Ja, ich spiele halt Warhammer als Tabletop. Das ist schon mal die eine Sache, warum ich es natürlich generell sehr cool finde. Aber auf der anderen Seite ist auch dieses Universum einfach super interessant. Ich hätte es auch ganz gerne als Pen and Paper gehabt. Aber ich glaube, das gibt es so nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob man DSA oder sowas mal umändern könnte, ein bisschen paar Regeln übernehmen und das halt einfach in diese andere Welt mit den anderen Charakteren und Klassen halt einfach mal rübernimmt. Wäre schon eine sehr, sehr coole Nummer, glaube ich. Und ja, angefangen hat es zum Beispiel bei mir mit der Felix und Gotrek-Reihe. Die kann ich jedem von euch auch, die generell, ihr müsst kein Warhammer-Fan sein oder das selber spielen oder irgendwas darüber wissen, aber tut euch diese Bücher auf jeden Fall an. Das ist eine Reihe mit, ich glaube, 13 Bücher sind das. Und Felix und Gotrek, das ist einfach ein Zwergenslayer und ein Mensch und das ist so unfassbar witzig. Die Bücher führen nicht nur zu Schmunzlern, sondern auch wirklich zu Lachattacken. Kann ich jedem ans Herz legen, sehr, sehr cool. Und das Ganze ging dann halt über kleine Reihen. Ulrika hat eine eigene Reihe und es gibt eine Reihe, aber erst mit einem Band, genau, das zweite kommt jetzt erst, von den Hochelfen und Dunkelelfen quasi, so zusammen. Und verschiedenste Reihen, ich brauche die jetzt gar nicht alle aufzählen. Es gibt ziemlich viele Bücher mittlerweile und die kann man sich alle getrost, ich habe noch durchlesen, ich habe noch kein schlechtes gefunden, gar keins. Die sind alle super gut gemacht, super gut geschrieben und gefallen mir fantastisch. Zum Fantasy allgemein würde ich mal meinen, ist meine Lieblingsbuchreihe, wenn ich jetzt mal weggehe von diesen spezifischen Sachen wie halt Warhammer-Universum oder DSA-Bücher oder so etwas, würde ich auf jeden Fall sagen, ist meine Lieblingsreihe, den Schluck zu trinken. Leggy, der Rabe. Und das ist halt Legenden des Raben und Chroniken des Raben. Das sind jeweils, ich glaube, 6 Bände müssten es sein jeweils. Und halt auch über eine Fantasy-Welt mit, ja, nicht allzu vielen Rassen, sag ich jetzt mal. Also es gibt Elfen und Menschen und Dämonen. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen war es das. Müsste ich jetzt selber echt nochmal nachdenken. Okay, ein Drachen, also es ist High Fantasy. Und es geht da halt um den Raben, so nennt sich ein Söldnertrupp, der nennt sich der Rabe. Und mehr möchte ich über diese Bücher gar nicht wirklich verraten, außer dass es eine absolute Favorite-Fantasy-Buchreihe ist. Ich habe nichts gefunden, was irgendwie im Ansatz vergleichbar wäre oder so geil geschrieben wäre oder eine geile Atmosphäre aufbaut, mit hammerharten Ideen, die
eine Mischung sind aus, sag ich mal, den klassischen High Fantasy oder generell Fantasy, was man halt kennt, mit völligen neuen Ideen, und die sind halt, die mich da so richtig gefesselt haben. Man möchte einfach immer weiterlesen. Das ist wirklich Buch 1, fängt mit so viel Action an, und man merkt sehr, sehr schnell bei dieser Reihe, dass es nicht ist wie bei vielen Buch- oder auch Fernsehreihen, dass du sagst, ja, kein Problem, ich weiß ja, mein Lieblings-Hauptdarsteller, mein Protagonist, der überlebt ja eh alles. Da merkt man sehr, sehr schnell, das ist auch nicht gespoilert, dass es bei Legenden und Chroniken des Raben nicht so ist. Also vom Buch 1 bis zum Ende, egal wer neu dazukommt oder wer stirbt oder wer nicht stirbt, es bleibt in allen Situationen bleibt dieses Gefühl von, oh Gott, stirbt er. Das habe ich bei anderen Buchreihen nicht, da weißt du, er stirbt nicht. Ne, du weißt, der ist auch noch in Band 88, ist der auch noch dabei. Da ist für mich dann halt meistens so diese große Mega-Spannung halt dann schon weg. Ja, weil ich mir dann sage, dass sich das ja gar nicht lohnt. Also, nein, das ist falsch. Natürlich lese ich auch die, aber diese Spannung ist nicht da. Und die fehlt mir dann sehr. Die Spannung muss dieses Buch dann woanders aufbauen. Und die meisten schaffen das auch. Aber gerade bei Legenden und Chroniken des Raben ist es halt wirklich so, dass diese Spannung halt immer präsent ist. Bei allem, was da passiert. Weil man halt nie wirklich weiß, okay, fuck, überlebt der? Also nicht nur, was passiert dann noch im Umfeld, wie geht die Story weiter oder so, sondern überleben auch wirklich die Typen, wo ich sage, boah, yeah, das ist der Charakter für mich. Auch das steht halt einfach nie fest. Und das ist einfach nur geil gemacht. Die Bücher sind auch gar nicht so teuer, und ich glaube, es gibt aber auch nicht mehr alle im Handel. Wenn ich mich nicht täusche, sind ein paar davon out of print. Aber man bekommt die immer und immer wieder auf irgendwelchen Grabbeltischen für 1 Euro oder 3. Und mega cool, also richtig geil. Ich glaube auch, wenn ich ihn nochmal sehe, irgendwo werde ich mir die Reihe auch einfach vom Grabbeltisch für 1 bis 3 Euro nochmal holen. Einfach um die irgendwem zu schenken, weil die einfach gelesen werden müssen. Ja, also Legendenchroniken des Raben natürlich, die Warhammer-Bücher, insbesondere Felix und Gotrek-Reihe. Entschuldigung, oh, ich bin... Und ansonsten habe ich natürlich noch, es gibt da einen Dreiteiler, sehr cool. Und zwar die Novizin, die Magierin, die Meisterin. Ja, ich glaube, so heißen die drei. Das ist, die Buchreihe nennt sich komplett die Gilde der schwarzen Magier. Und auch die kann ich jedem von euch nur ans Herz legen. Es sind richtig, richtig dicke Schinken. Von einer Frau geschrieben, Trudi. Ich guck gerade mal, ob ich es hier gerade sehe. Kleinen Moment. Ich hab's schon im Karton drin. Meine Bücher kommen immer direkt in den Karton, weil ich habe keinen Platz für meine ganzen Bücher. Ich habe einfach zu viele. Da oben liegt nur Warhammer, okay. Und hier neben mir ist auch nur Warhammer. Alles klar. Also am Start habe ich gerade nur Warhammer. Ich wollte nicht in den Stall. Das habt ihr auch nicht gesehen. So. Von der Trude. Trudi. Ich weiß es nicht mehr. Fanny, wenn du das siehst, schreib es mir bitte mal in die Kommentare. Die hat die nämlich auch verschlungen, auch als Hörspiel. Und das ist auch mega geilstens. Ultra. Also, wow. Ja, neue Ideen, viel zu trinken. Es dreht sich halt vor allem natürlich nur um Magie im Großen und Ganzen. Und man könnte es sogar, man kann es ohne Probleme auch als sozialkritisches Buch ansehen. Ich glaube auch, dass es so von der Trude gedacht ist, weil ich meine, dass sie generell ihre Romane so in diese Richtung schreibt. Und das ist super cool. Also Fantasy gemischt mit meinem Lieblingsbereich der Magie als Hauptthema und dann auch noch irgendwo sozialkritisch auf die reale Welt münzbar. Ein Traum. Muah. Wirklich. Durchlesen und glücklich sein. Ja, was habe ich noch für große Buch-Lieblinge in meinen Kreisen? Es gibt eine Elfensaga, die habe ich auch durchgelesen. Ich glaube, es sind auch 13 Bände. Allerdings ist das so viele Jahre her, dass ich den Titel vergessen habe. Ja, habe ich völlig jetzt weg. Keine Ahnung, fällt mir auch nicht gerade ein.
Ja, und ansonsten, was ich eben schon erwähnt habe, natürlich Bücher über DSA, also das schwarze Auge. Eigentlich ein Pen and Paper. Also ein Rollenspiel, was man mit Papier und Stift und Charakterbögen so spielt. Und davon halt, die Bücher sind auch alle super. Kann man immer wieder lesen, egal welches. Allerdings kann ich auch da wärmstens empfehlen, das Jahr des Greifen von Holbein. Holbein ist sowieso ein geiler, Wolfgang Holbein, glaube ich, heißt er sogar. Super geiler Schriftsteller. Und den lese ich ja eh gerne. Und bei dem, der hat halt das Jahr des Greifen geschrieben. Ein Traum. Also richtig, richtig gut. Das war, glaube ich, mein erstes DSA-Buch. Kann sogar sein, dass es mein erstes Fantasy-Buch war, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, wie weit haben wir ein Teamchen hier gebracht? Reflexe und Stärke. Stärke kriegen wir, glaube ich, nur hier. Ne, Stärke und Reflexe. Ja, perfekt. Nehmen wir. Und dem Glück darf nichts im Weg stehen. Falls ihr manchmal seht, dass meine Augen erst woanders hingehen, anstatt zu euch. Das liegt einfach daran, dass ich die Kamera zwischendurch ein bisschen so links, rechts schiebe und dann gucke ich immer erst so neben die Kamera, weil die dann gestern halt noch genau da war und jetzt ist die halt weiter links. Aber das ist ja alles hier. Mann, stört doch keinen. So. Haben wir das Thema durch? Ich weiß es noch nicht. Also Bücher, generell, was wollte ich dazu noch erzählen? Genau, der Vergleich, da würde ich mich auch sehr dafür interessieren, was ihr dazu sagt oder wie ihr das seht. Ich musste mal vielleicht aufhören, so schnell zu reden. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger vielleicht mal hier so, hey, alles easy. Meine Frage wäre an euch, das würde mich brennend interessieren, das meine ich ernst. Was sagt ihr, digital oder Papier? Ich bin ja ein Mensch, ich liebe alles Digitale, ich stehe voll auf Technik, aber Bücher kommen mir nur und ausschließlich in Papierform ins Haus. Ich fände ein Kindle oder generell mit dem Tablet oder sowas zu lesen, fände ich oft sehr viel praktischer, weil ich lese auch oftmals 2-3 Bücher parallel. Also nicht in jeder Hand eins, sondern, keine Ahnung, dann mal auf der Hinfahrt lese ich bei dem einen halt so 40 Seiten, auf der Rückfahrt lese ich von dem zweiten Buch 40 Seiten und abends im Bett lese ich nochmal 20 Seiten vom dritten oder sowas. Das ist halt... Da variiere ich zwischendurch. Ich lese nicht immer nur ein Buch durch. Ich lese mehrere manchmal gleichzeitig. Das ist irgendwie eine kleine Magge von mir. Und da wäre es natürlich manchmal sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man unterwegs ist, nicht immer. Auch bei so, was kennt ihr, wenn ihr so dicke Ultra-Wälzer habt, ne? Dann ist es schon cool, oder wäre es cool, die auf dem Kindle zu haben und einfach mal so zwischendurch in die Tasche greifen. Zupp, da ist es. Wollen mal durchlesen. Ja, alles easy. Schönes Buch. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es. Also, das ist auf jeden Fall praktisch, aber nicht umblättern, nicht fürs Regal so ein Buch mit Buchrücken zu haben. Nee, das wäre so, als wenn ich jetzt den Regenbogen nicht hole, obwohl er da ist. Und das Kleeblatt hier, ne? Das ist ja, man muss ja alles mal mitgenommen haben. Also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Der praktische Aspekt ist da, den möchte ich nicht abstreiten, aber dieses Buch, das ist zum Anfassen, da ist Geruch drin, das ist so nachher beim Aufstellen, also ich werde mir natürlich irgendwann nochmal ein Regal extra zulegen, das habe ich mit meiner Frau schon irgendwas geplant, da so schön zu machen, bin mal gespannt, wann wir es in die Tat umsetzen, weil es auch noch ein bisschen Bastel- und Malarbeit mit sich führt, weil wir ja nicht einfach nur irgendein Ikea-Regal kaufen, das in die Ecke stellen, nein, wir uns alles ein bisschen sehr anders und da legen wir gerne Wert drauf, vor allem meine Frau. Und die kann das auch sehr gut, die Frau Wolf. Und deswegen soll das alles so ein bisschen Richtung Antik gehen. Ja, und da bin ich mal gespannt, wann wir das endlich mal umsetzen können, wann wir die Zeit dafür haben, zusammen mal in Ruhe einkaufen zu gehen, die ganzen Sachen, dann das alles umzusetzen, zu bauen und so weiter und so fort. Und wenn das dann steht im Wohnzimmer, können wir endlich mal all unsere Bücher aufstellen. Das ist wirklich schwer bei uns, weil also ich habe wirklich einen großen Umzugs Karton, also nicht von diesen kleinen, sondern diese Apfelkartons, falls ihr die vom Aldi, Lidl, schieß mich tot, alles kennt, Penny oder so. Diese ganz normalen Apfelkisten, diese großen, da habe ich halt irgendwie so eine, die ist randvoll mit Büchern. Und wie gesagt, ich habe eben hier neben mir steht halt ein ganzer Stapel an Büchern, irgendwie hier, geht der bis hier. Und hinter mir auf dem Schrank und im Schrank sind auch noch welche. Hier liegt alles völlig querbeet verteilt und ich brauche Platz. Wir müssen irgendwann mal all unsere Bücher, meine Freunde, noch mehr hinten hier, also in diese Richtung, da sind auch noch ganz viele Schränke und die sind auch alle randvoll mit Büchern.
Und selbst im Schlafzimmer haben wir halt irgendwie die ganze Reihe von Das Rad der Zeit. Das hat meine Frau sehr, sehr gerne gelesen. Und hat auch alle Bände davon. Und das ist wirklich eine große Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viel, glaube ich, über 30 Bände oder sowas. Die sind halt zum Beispiel alle im Schlafzimmer an der Wand. Ja, das ist. Bücher sind cool, ganz einfach. Also ich bin zwar ein vollkommener Elektronikmensch und liebe es, aber Bücher sind einfach geil. So, Schluss aus. So, die Zeit ist rum, aber wir werden auf jeden Fall jetzt noch Tina hier mit dem letzten Lauf auf die fertigen Werte bringen. Damit wir beim nächsten Mal das nächste Level 2 angehen können. Mhm. Glücksus, Schluxus. Maximus Correctus. Und dann können wir mal kurz zum Spiel zurückkommen. Hm, praktisch. Also, dann ist ja jetzt Tienchen fertig. Nächste Level 2. Wir kaufen uns also morgen. Wobei, ich kann nicht versprechen, dass morgen ein Video kommt. Weil, also jetzt ist ja bei mir Freitag, bei euch Samstag. Und das heißt, ich bin jetzt gerade, während ihr das guckt, beim Verdemis. Und nehme mit dem auch ein paar Sachen auf. Also, wir wissen noch nicht, ob wir zusammen spielen werden. Aber wir werden halt auf jeden Fall ein bisschen Real-Life-mäßig was aufnehmen. Haben wir uns ganz fest vorgenommen. Und da weiß ich halt noch nicht, wann ich Sonntag wieder zurück bin. Und ob ich es da dann schon schaffe, am Sonntag selber dann zurückzukommen und direkt noch was aufzunehmen und das alles auch hochzubringen. Also es kann tatsächlich sein, dass Sonntag Secret ausfällt. Ich müsste mal gucken. Ich meine, da ich alles andere schon im Vorlauf aufgenommen habe und da auch genug Material habe. Ja, ich renne dann nämlich jetzt heute Abend und heute Nacht noch alles Mögliche weg, damit ich das alles hochladen kann und da schon mal für die nächsten Tage ein bisschen was habe. Bei Secret habe ich dieses große Problem mit dem Thema. Also ich suche sehr, sehr lange nach einem Thema und nehme es dann meistens auch sehr spät auf. Das ist auch, ja, und das ist halt nicht gut. Also ich kann jetzt wirklich nicht mal einfach am Stück so ein bisschen aufnehmen, ne? So ein, zwei Folgen, drei Folgen, wie ich es eigentlich mal vorhatte. Das mit einem Gesprächspartner, ne? Läuft das super. 30 Minuten, 45 Minuten einfach mal durch aufnehmen, hast ein paar Tage. Das ist schön, das kann ich aber so nicht machen. Ich habe bis gerade eben, ich muss mal nicht lügen, aber Uhr gucken. 21.41 Uhr haben wir jetzt gerade. Und bis jetzt gerade habe ich wirklich überlegt, über welches Thema kann ich denn heute reden bei Secret? Und bin erst ganz zum Schluss auf das Thema Bücher gekommen. Deswegen kann es sein, dass Sonntag kein Secret of the Magic Crystal kommt. Aber ich weiß, ihr werdet mir das verzeihen. Das weiß ich. Gut. Das war's aber dann trotzdem für heute. Ich gebe mir mal alle Mühe, dass morgen natürlich etwas kommt. Und ansonsten, ich wünsche euch, falls es nicht kommen sollte, jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende. Während wir uns noch schnell einen Regenbogen stibitzen. Der darf hier nicht fehlen. Und somit sage ich, vielen Dank fürs Kleeblatt, so, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!